Wenn du 2 Wochen so ein bisschen schleifen lässt, dann plötzlich zu sagen, so jetzt bin ich da wieder bei 100%, das funktioniert in der Regel nicht. Also dieses Kunststück hinzukriegen, das haben die Bayern, selbst die Bayern mit ihrem Kader in der Champions League in der Vergangenheit nicht geschafft. Und deswegen glaube ich schon, dass er auch ein bisschen, ja, nicht Furcht, aber sich schon damit beschäftigt, wie kriege ich jetzt die Mannschaft in den letzten 6 Tagen dann bis zum Pokalfinale so wieder unter Spannung, dass sie wieder am Limit spielen. Und das wird seine Aufgabe sein. Weil wenn sie am Limit spielen, dann können sie den Bayern wirklich wehtun im Endspiel. Ich glaube auch, dass Mats Hummels mega motiviert sein wird. Das hat er ja gestern schon so angedeutet. Manchmal kann auch Motivation zu viel sein, aber da freue ich mich richtig drauf. Aber wird das nicht richtig schwierig für ihn, Christoph? Für Mats auch das Spiel? Wenn er normal spielt und die verlieren, sagen alle, er war nicht gut. Ja, er muss sich natürlich da völlig von frei machen, aber ich glaube, es ist ja sein Ehrgeiz. Und das zeichnet für mich auch große Sportlerpersönlichkeiten aus, dass egal, was um sie herum ist, das Endspiel geht los und es geht nur um den Titel. Also diese totale Fixierung darauf am Ende, und er ist Kapitän, diesen Pokal hochzuhalten. Und ich glaube, dass er das hinkriegt. Und ich hoffe sehr, dass die Borussen das schaffen, nicht nur, weil ich dort gespielt habe, sondern weil es einfach ein Zeichen an eine Liga ist, die jetzt schon so gefühlt abgeschenkt ist. Also die Bayern in einem Endspiel zu besiegen, das kann eine große Wirkung haben.